So. Möge die Jagd auf Tina weitergehen. Oh ja. Tavern-Tina. Immer der Gegenwind. Du kannst gerade ein bisschen Wind einfangen. Da wir gen Osten fahren, haben wir so gut wie gar keinen Drift. Was sehr nützlich ist. Ob Tina der neue Shrouded Ghost wird? Oh Gott. Shrouded Ghost ist nur zeitbegrenzt im Spiel. Das wäre auch noch etwas. 0% Chance zu spawnen, weil er nicht existiert, wie wir alle wissen. Und dann wird er noch rausgenommen, obwohl er nicht existierte. So. Saison endet in 11. Miau! Ab bis es erwacht. Was willst du mir sagen, Kätzchen? Ja. Wenn er aufwacht, muss er es mich wissen lassen, indem er mir Bescheid gibt. Ja, komm. Kätzchen? Ja. Und Schoß. Was ist? Was guckst du schon so übermäßig glücklich? Du unnötig zufriedenes Kätzchen. Die Festung müssten wir eigentlich schon sehen können. Müssten wir, sie müsste direkt vor uns sein. So. Da ist sie. Ich sehe keine Festung. Richtung Osten. Hallöchen. Wackelst du mir gerade dein Hintern ins Gesicht? Nein. Okay. Aber wundere dich nicht, wenn es mal plötzlich jemand beißt. Was? Was? Schoßkätzchen, sitzt hier und schnurrt.
Komm schon, Tina. Wir sehnen uns nach dir. Komm schon, Tina. Schenk uns ein das Bier. Ein Tina-Bier? So. Ah, da läutet die Glocke. Oh nein, die Irren sind wieder da. Willst du wieder gucken, Lu? Lu? Ja. Hallo? Ja. Ja, du warst gemutet. Ach so. Okay, drop it. Bin schon dabei. Bin sogar sehr gut angelegt. Aus dem Weg! Au, 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 au. Da wurde ich gerade gehitchrackt. Da ist keine Tina. Enttäuschend. Ah. Ihr seid unsere Zeit nicht wert. Wir haben Wichtigeres zu tun. Schickt uns ihre Phantome hinterher. Wir haben Wichtiges zu tun. Wir müssen in Gegenwind segeln. Und die Musik ist ja ganz friedlich. Aber warum ist der Wind jetzt so drastisch gegen uns? Kannst du dich immer reisen? Wahrscheinlich schon. Was ist Abyss? Miau? Ja, Kätzchen. Was? Ja, komm hoch. Na, echt? Manchmal habe ich das Gefühl, du weißt selbst nicht, was du willst. Also mit manchmal meine ich 90% der Fälle. Carter hat keine Ahnung, was Carter will. Was guckst du mich so an? Mit seinem ewigen Hunger nach Aufmerksamkeit. Jo. Ah, da ist er wieder. So. So. Wenn er keinen Spaß mit dem Kopfhörerkabel schon wieder macht. Und mich wieder vom Kopf reißt. Und sonst so? Fußspuren? Hast du recht.
Ich muss ja vorher nachkorrigieren, bevor ich das wage. So ist es besser. So, und angeln. Okay, viel Spaß. Sandfarbener Trophäenwildfang. Inzwischen steht ja über den Fischen sogar der Name drüber, wenn man die fängt. Damit man nicht von den illigen Punchdiebern immer erwischt wird. Gar nicht, was du meinst. Diese armen Punchdiebe. Wertloses Gesindel. Sie gehören ausgerottet, aber das würde voraussetzen, dass irgendjemand sie mal fangen möchte. Ah. Sind das hier so die seltensten? Nein. Das sind die Schlammbraunen. Also hier nur Fisch. Brat selbst. Ich brate den Kraken, da bin ich beschäftigt und erstmal für die nächsten 4 Minuten. Wir haben Wind. Oder zumindest ein bisschen, was das wie Wind aussieht. Hm. Die Festung ist da hinten. Das heißt, wir haben gleich wirklich Wind. Der Fang des Fisches hat die Windgötter beschwichtigt. Okay. Ah, das ist das Geräusch, das ich hören wollte. Und versunken. Ich erwarte es jetzt. Diesmal würde ich schauen gehen. Da tigert er ihn fort. Schub. Festung der erschöpften Gnade. Meine Gnade ist allmählich auch erschöpft. Anker bereit machen. Okay, lass runter.
Wirf, reparierst das Schiff? Ja. Ja, ich bin schon dabei. Was? Tina! Tina ist hier! Ah. Gut. Ich denke, es ist repariert, das bin mir nicht so. Das ist eine Aussage, die mich sehr beunruhigt. Ich komme zu dir. Nein, es ist repariert. So, du kleiner Strich. Ist da bestimmt noch Felsen drauf oder nein? Jetzt brennt sie hier auf der Festung. Ja? Könnt ihr euch um die Phantome auch kümmern? Ich bin am Kochen. Meinst du, konntest du entkommen, mein Freund? Wo ist der? Bei mir. Wie der einfach noch in mich reinlatschen kann bei seinem Angriff. So rum. Nein! Hamin. Ja, es braucht noch mindestens eine Minute. Grad 4, woher sie kam. Ich lege den Schlüssel einfach mal unten ab. Ja. Das kann man einfach Phantome farmen. Hat sie erledigt. Aggressiv, das ist ein Stück Fleisch auf den Grill hauen. Ja, es musste die Platte umwechseln, weil es nicht so gut sehen konnte. Kraken und so dauert länger als ein Trophäenfiss, ne? Gleich lang, glaube ich. Nee, also soweit der Trophäenfiss ist längst fertig, ist der Kraken halt nicht. Okay, dann scheinbar schon. Weil das Kraken dauert, glaube ich, 2 Minuten. Ja, das ist wahr. Trophäenfisch, glaube ich. Trophäenfisch 1,30. Okay. Ja, genau so war das, stimmt. Hast du recht? Trophäenfisch war 90 Minuten, 90 Sekunden. Reguläres Fleisch, glaube ich, 45. Ich weiß es nicht. Ich dachte, man reißt es. Hast du ein Kotter übrig, Luf? Hast du was zu mampfen übrig? Nehme ich gerne an. Okay, dann nehme ich Piggy an, von mir aus. So, wir sollten. Ja. Komm, wir gehen Tina befragen. Gib mir einen Moment. So. Tina, hallo. Tina hatten wir nicht. Tavern-Tina. Das ist Sharon. Sharon. Du kannst direkt hier bleiben. Zurück zum Schiff. Hier hatten wir uns schon gefreut.
Da ist Tina. Wir haben Tina gefunden. Ja, wir haben es geschafft. Das Computer sagt nein. Sharon sagt nein. Deswegen. Ja, ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Au. Du kommst an Bord? Ja, gleich. Danke, ist von oben. Warte. Jetzt. Tschüss, ihr Lappen. Wir hatten uns gefreut, aber ihr habt uns enttäuscht. Kidnappt das nächste Mal die richtigen Leute. Einmal nachladen. Die Phantome schießen aber ironischerweise noch schlechter als die Skelette. Ja. So, Südwesten, mehr mit mehr Süden als Westen, aber nicht ganz Süd-Südwesten. Ach, natürlich, ja klar. Klar, Gegenwind. Wo wie sonst? Ja, so kriegen wir auch ein Minimum gefangen. Nun, das war enttäuschend. Hey, Luft. Es wäre echt nett, wenn Maggie jetzt vor uns auftaucht und einfach geradeaus Richtung Südwesten schwimmen würde. Sie wäre zu schön, um wahr zu sein. Einfach dranheften und hinterher fliegen. Oh, da hat man sich schon gefreut, dass Tina da wäre und dann ist es Sharon. Irgendwas muss immer am Ende fehlen. Ja, leider. Ah, ein verstrahlter Wels. Hey.
So, und der nächste. Hey, eine Seemeile. Logbuch wurde aktualisiert. Wir können die Segel drehen. Können wir das wieder? Können wir. Gut, gleich Zeit, das nächste spanische Fortwert zu plündern und zu schauen, ob die werten Gefangenen da sind. Die eine Gefangene, die wir noch brauchen. Hallo? Ja, Luf? Hallo? Ja, Discord hackt gerade ein bisschen. Ah! Was hast du gesagt? Dass wir hoffen, dass im nächsten vor die Tina ist. Ah, okay. Das Übliche, was wir seit 72 Fort schon sagen. Okay, Tina wird nicht da sein. Tina versteckt es. Wenn Tina jetzt nicht da ist, gebe ich dir die Schuld. Okay. So. Wichtige Lebensmittel wie Fleisch, Butter und Brot werden 50% teurer. 50%? Ich hoffe doch, das ist ein. Nein. April-Scherz. Aldi, ab Montag Preis erhöhen. Erhöhung bei tierischen Produkten. Also bei Aldi. Ah. Nun, ich sag mal so, wie es ist. Wenn es 50% Preiserhöhung ist, verhungere ich nächsten Monat. Ja. Mit meiner einer Mahlzeit am Tag ist es auch ein bisschen eng. Steigerung von 20 bis 50%. Ha. Darauf ist mein Kotelett.